Ja, das sieht schon viel, viel besser aus. Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, den Sie nicht verstehen kann. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klappt's nicht, lauf! Was? 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 Lauf! Was? Wow! 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 Los, los. Wow! Lauf! Ich schließe die Tür! Im nächsten Part geht's hier weiter! Wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier. Also immer schön weiterrennen. Okay, im nächsten Part geht's hier weiter. Zu den Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren ihre Turmproduktion, deaktivieren ihr Nervengift und dann treten wir ihr gegenüber. Für den Moment jedoch, lauf! Wir müssen laufen, damit wir kommen zu einem neuen Part. Ja, wir sind jetzt auf der Flucht. Ganz überraschend. Ganz, ganz überraschend. Wir sind auf der Flucht mit Wheatley. Und wir müssen schnell sein. Da ja nicht so viel Zeit für Anmoderation. Auch im letzten Part hatte ich nicht viel Zeit abzumoderieren. Wir müssen flüchten. Wir müssen flüchten. Und das war doch ein bisschen überraschend. Dabei warst du schon fast beim letzten Test. Eieiei. Hey, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Ja. Was? Für wie dumm hält ihr uns eigentlich? Weiß ich nicht. Wir gucken. Wir gehen weiter. Oh. Ah! Das ist frech. Hier können wir lang. Jetzt sind wir endlich wieder auf der Flucht. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, es war so, dass Wheatley schon angekündigt hat, dass er einen Plan entwickelt. Und jetzt hat er den in die Tat umgesetzt. Ja. Oh, ja, was wir hier alles haben. Was ist denn das hier? Was ist das hier? Ist ja interessant. Wow. Was passiert da drin? Nein. Eieiei. Da haben wir. Auch wenn es zu spät ist, ich hab's zumindest versucht. Ja, okay. Wir müssen jetzt gucken, wie wir hier rauskommen. Wir haben da ein Portalfeld, das ist doch schon mal ganz nice. Gibt's irgendwo außerhalb irgendwie, wo ich Portale setzen kann? Hier vielleicht? Ja, da können wir durch. Ha! Hast du gedacht, klar, dass du mich einsperren kannst? Super, los! So, was ist denn das hier? Da müssen wir lang. Hier lang. Ja. Ich bin unterwegs. Danke, Wheatley. Okay, dann einfach schnell durch. Oh, ich glaube, das ist. Ja, guck mal, so passt es. Tschüss. Jetzt müssen wir einfach nur gucken, dass wir hier rauskommen. Was ist denn das für ein großes Ding? Der Ausgang? Was? Ach du Heilige. Da geht's nicht lang, okay. Da geht's auch nicht lang. Huiuiui. Wo muss ich lang? In dem Fahrstuhl. Da ist ein Fahrstuhl. Let's go. Wow. Danke, Wheatley. Ich muss hier hoch. Danke. Rein in den Raum hier. Laderaum. Das sind typische Laderäume. Okay, weiter geht es. Teil 5. Die Flucht. Gut, wir können auch hier so durchgehen. Guck mal, da waren wir wieder. Hallo, da sind wir wieder. ja, gut, gucken wir mal. Oh, klasse, du hast es geschafft. Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Das ist gut. Anscheinend kann sie uns nicht mehr hören. Okay. Oh. Okay, nicht bewegen. Okay, ich bewege mich nicht. Okay, gut. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ja. Hui! Du hast eine Taschenlampe? Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Ist wirklich eine gute Frage. Aber jetzt haben wir Licht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und das sieht echt cool aus, so. Auch von den Lichteffekten her. Ganz schön dunkel hier, was? Ja, aber da müssen wir durch. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Das ist sehr interessant. Okay, wir gehen mal hier rein. Ja, hier sind die ganzen Taritz-Teile. Ganz viele verschiedene. Ist ja mal interessant. Okay, da geht's nicht weiter. Wir müssen hier lang. Versuch rüber zu springen. Worüber? Darüber. Okay, aber haben wir geschafft.
Okay, weiter geht's. Nicht stehen bleiben, der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein. Okay, ich bleib nicht stehen. Ah, gib mir doch mal bitte Licht. Sonst kann ich hier nichts sehen. Ja, ich leuchte dir für den Sprung. Danke. Oh, bam, haben wir. Danke, Wheatley. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Jo, wir müssen hier runter? Okay, alles klar. Schön gemacht. Danke. Das sieht da nicht nett aus. Ich glaube, wir müssen erstmal weiter. Aber da hinten darf ich nicht hin, oder? Kann ich hier vorher... Ich kann hier abspringen. Sehr schön. Lust auf eine kleine Geschichte? Ja. Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Okay. Aber warte mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Oh. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Ey! Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Okay. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Ja, alles gut, alles gut. Sind halt die anderen, nicht ich. Ganz einfach. Warte, boah. Ich leuchte dir den Weg. Was ist das hier alles? Uiuiui, das ist eine... Okay. Cube. Turret. Okay, hier wird so gesehen ermittelt, was hier durch... Immer das, was hier durchgeht, wird hier angezeigt. Ist ja nice. Und was ist hier? Wie soll ich jetzt hier weitermachen? Oder geht's woanders lang? Da geht's lang. Da geht's lang. Und zack. Nein! Da bin ich voll dann. Oh. Das war jetzt doof. Aber passiert. So, ich habe meinen Weg bis hierhin jetzt rausgekattet. Er ist noch am Labern. Aber wir gehen einfach hier rüber. So, hier noch mehr solche Anzeigen. Kannst du mir den Weg leuchten? Danke. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Alles klar. Da sind wir. Und wir müssen hier weiter oder... Wir kamen von dort oben und wir müssen jetzt... Durch die Tür nicht, wir müssen jetzt hier... Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Ja. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Oh, bestimmt. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Da bin ich. Gut, dass hier überall diese Wände sind. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Wo? Da. Okay. Und zack. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Danke. Okay, was ist jetzt hier? Ist das hier eine Tür? Aber die geht nicht auf. Wir gehen hier weiter. Wir müssen ja Wheatley folgen. Gut, dass hier auch überall diese Schiene lang geht. So müssen wir ihn nicht tragen. Was ist denn das hier? Was wird denn hier zusammengebaut? Werden hier Turrets zusammengebaut? Ja, hier werden Turrets zusammengebaut. Ach, krass. Okay, das ist cool. Und dann werden die verpackt. Ich will es nochmal von vorne sehen. Aha, da ist so ein Steckkasten, so wie ich sehen. Und dann wird alles so Teil für Teil. Ey, das ist mega cool. Das ist ja mal mega mäßig cool. Zack, und ab in die Verpackung. Und das wird hier überall gemacht. Ist sehr cool. Okay, wir gehen weiter. Ich will mich natürlich hier nicht zu lange aufhalten, aber es ist halt mega interessant. Okay, muss ich da runter? Da könnte ich ein Portal setzen. Aber ich habe hier keine Portalfläche. Ich glaube, es ist erstmal klüger, runter zu springen. Wir haben ja unsere Sprungschienen. Also, ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Ich bin, weiß gar nicht. Ach, da bist du. Okay, ja, dir auch, danke. Zack. Wow. Hier ist eine ganze Menge los. Dafür, dass GLaDOS so viele Jahrzehnte, ich sag mal, tot war, ist jetzt hier wieder einiges los. Was ist ein Turret? Ich glaube, der ist deaktiviert oder irgendwie so. Umso besser. Okay, weiter geht's. Schön, dass hier die Türen für mich extra aufgehen. Das ist nett. Das ist ja so nett. Da, was ist mit GLaDOS? Wartet ihr auf uns? Weiß sie, wo wir sind? Weiß sie, dass wir jetzt wirklich flüchten? Wissen wir nicht. Aber es ist ja nicht so schlimm. GLaDOS ist mir inzwischen komplett egal geworden. So, was, wo sind wir denn jetzt hier? Ein PC-Raum. Eine Überwachungsstation bei den Turrets. Wie die Turrets gebaut werden? Oder ist das jetzt Müll? Oder was ist das? Auf jeden Fall schon neuere Bildschirme. Noch hier solche Serversysteme. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Okay. Der Sprecher, den hatten wir auch schon lange nicht mehr. Den normalen Sprecher. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Warte, da kann ich ein Portal setzen. Und hier auch. Dann gehen wir mal kurz hier aufs Band drauf. Die Bänder sind kein Spielzeug.
Bitte verlassen Sie das Band. Ja, gleich. Ich muss erstmal gucken, wie ich hier weitermache. Da kann ich zum Beispiel hoch. Oh ja, das war ein bisschen knapp. Dann hier hin. Ey, springt auch ein bisschen höher. Dann nochmal ein neuer Versuch und zack, jetzt sind wir oben drauf, ja. Das Springen ist so ein bisschen, sag ich mal, schwammig hier in diesem Spiel. Aber gut, ist auch so mit einer der wenigen Kritikpunkte, die es überhaupt gibt. Oder vielleicht der einzige, weiß ich jetzt nicht. Gucken wir mal weiter. Da ist ein Turret. Da ist ein Turret, der noch, ja, lebt, sag ich mal. Du bist an. Wir hatten schon mal so einen anderen. Und das hat mir jetzt auch einen Steam-Erfolg gegeben. Nur nichts nachtragen. Werd böse. Nein, ich möchte nicht böse sein. Du bist artig. Du bist lieb. Warte, du bist Englisch? Sprichst du Englisch? Der spricht Englisch. Ist ja mal interessant. Englisch sprechender Tarot. Nein, ich wollte dich gar nicht fallen lassen. Aber du lebst noch, du lebst noch. Ich nehme dich erstmal mit. Mal gucken, wo ich dich hinpacke. Auf jeden Fall, wo du sicher bist. Du bist sympathisch. Cool. Caroline? Sie heißt Caroline? Merkt ihr das? Ihr Name? Mehr sage ich nicht. Okay, der sagt auch nicht mehr. Oh, sorry. Ich pack dich hier hin. Warte, damit du auch eine bessere Aussicht hast, hier hin. Bitteschön. Ihr Name ist Caroline. Ist ja mal mehr als interessant. So, was ist denn hier? Türme werden hier getestet. Ja, Türme werden hier getestet. Und auch Türme, die nicht funktionieren. Mega. Mega. Kann ich hier irgendwie durch? Nee, kann ich nicht. Wie geht's denn hier weiter? Warte, ich kann hier hin. Warte, dann gehe ich lieber dahinter hin. Nicht vor's Ziel. Okay. Ich kann da hinten hin. Aber das ist ein normaler Turret. Da will ich jetzt nicht unbedingt hin. So, wunderbar. Ja, die sind lustig. Die sind lustig, ich finde die super. Hier ist irgendwie ein anderer Bereich. Ich kann da nicht durch. Gehen wir erstmal weiter. Eigentlich habe ich das auch in den Untertiteln so gemacht, dass die Turrets und so gar nicht angezeigt werden. Wollte ich nochmal nachgucken. Nee, das ist nicht bei den Grafikeinstellungen. Audio, natürlich Audio. Nur Untertitel, gesamter Text. Nee, ich möchte nur, ja gut, mehr. Ich habe mich dafür entschieden, hier in Portal 2 Untertitel anzumachen, weil es dann doch, falls ich mal dazwischen rede oder so, dass man auch sieht, was hier gesprochen wird. Gerade jetzt bei so vielen Texten macht das vielleicht schon Sinn. Ey! Oh, ups. Der wird weggeschmissen. Antwort. Ah, guck mal. Hier ist es so, dass Antwort. Turrets, die funktionieren, die werden wohl durchgelassen. Und Turrets, die nicht funktionieren, die werden weggeschmissen. Zack. Kann ich hier einen aufsammeln? Antwort. Ich möchte einen aufsammeln. Komm, komm. Ist ja cool. Oh, sorry, dich konnte ich. Ich konnte dich noch ein bisschen retten. Die sind auch super. Ich mag die. Sind mir viel sympathischer. Obwohl, ich mag auch die normalen Tarren. Sind alle super. Also, ich nehme dich jetzt mit. Mir nach. Das wird dir gefallen. Okay. Dann zeig mal her. Okay. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Oh, sieh cool. Doch mal durch das Fenster. Ja, siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Oh, das ist natürlich sehr, sehr cool. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ja, gut, dann mach. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Nö. Dreh dich um, dauert nicht lange. Bitte, bitte. Warte, dann stelle ich den Turret hier hin. Dann guckt er dir zu. So. Fertig, gehackt. Er hat einfach die Scheibe eingeschlagen. Okay, Turm rausholen. Machen wir. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage, Vorgang erfolgt auf Speicher. Oder auch nicht. Oh! Was hast du da? Ups,
Ich hab den mitgenommen. Das war jetzt reiner Zufall. Das wusste ich gar nicht mehr, dass ich hier den hier brauche. Was machst du? Oh, perfekt. Das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Okay. Okay, der Meisterhändler fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Die Tür, okay. Die ist offen. Das waren keine 10 Minuten. Antwort. Aber okay. Ich bin das super, dass ich da jetzt zufällig das mitgenommen habe. Und ich finde das auch generell super, dass jetzt die Defekten hier durchgehen. Finde ich nice. Gehen wir weiter. Das hier ist ganz schön kompliziert. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Seit Anfang an. Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Ja. Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Ja, habe ich gesehen. Ist, die Tür ist offen, aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Okay, mache ich dann. Alles klar, dann geht's weiter. Was, hätte ich eigentlich den defekten Tarit, also der Englisch gesprochen hat, hier mitnehmen können und den dann als Vorlage nehmen können? Würde mich mal interessieren, aber weiß ich jetzt nicht. Vielleicht war auch zwischenzeitlich so eine Barriere dazwischen, so ein wo er zerstört geworden wäre, wie auch immer. Schön, also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Stimmt, das müssen wir natürlich auch gucken, dass wir das deaktivieren. Hier ist ein Meetingraum. Hier wurden Meetings gehalten. Ist ja cool. Hier können wir auch reingehen. Hier müssen wir durch. Ist ja interessant. Aber es scheint hier schon seit Jahrzehnten verlassen zu sein. Generell frage ich mich hier, die ganze Produktion und so weiter und so fort. Hier sind ja eindeutig Stühle, Tische, PCs und so weiter und so fort. Aber wir haben noch keinen einzigen wissenschaftlichen Arbeiter gesehen. Noch keinen einzigen. Wo sind die alle? Der Tochtertag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Oh. Okay. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Ich finde das cool. Ich finde das richtig cool. Also hier wurde mal ein Tag veranstaltet mit Kindern und mit den Eltern, dass hier irgendwelche Experimente gemacht wurden. Und hier gibt es ein bisschen Fakt, also wie man das herstellt. Dann ein paar Daten. Dann die Hypothese, meine ich. Ein Problem. Dann welche Materialien genommen wurden und so ein bisschen eine Schlussfolgerung. Also ein typisches Protokoll im Chemieunterricht. Oder Physikunterricht, je nachdem. Finde ich sehr, sehr cool. Hier auch eine Kartoffel. Es wurde halt mit einer Kartoffel wurde Strom erzeugt. Das kennt man auch wirklich aus dem Chemieunterricht. Das macht man da auch häufiger mal. Oder was heißt häufiger mal? Eigentlich jeder, der mal Chemie hat, macht das da eigentlich im Chemieunterricht normalerweise eigentlich auch. Ist so im Lehrplan glaube ich, drin. Finde ich aber sehr, sehr cool. Habe ich auch schon mal gemacht? War es im Chemieunterricht? Ich glaube fast sogar ja. Oder war es zu Hause mal? Ich hatte mal einen Chemiebaukasten, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das... Es ist etwas auf jeden Fall, was man auch im Chemieunterricht eventuell lernt, sag ich mal. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Was ist denn hier? Auch so, halt ein Spannungsmesser mit dran, ein Voltmeter oder Amperemeter, je nachdem, oder beides halt. Yes, wow, totally. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Okay, das nächste. Gucke ich mir ganz in Ruhe an. Potato Battery, not a lemon. Ach, hier wurde jetzt Vergleich mit einer Zitrone und mit einer Kartoffel. Also da, okay, was ist die Elektrizität von mit Potato? Veggie Voltage, Potato Power. So wurden die Experimente benannt. Okay, ist cool. Was haben wir hier? Backpulvervulkan. Oh, wow. Ja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Ich find's cool. Ich find's trotzdem cool. Ich wette, das war kein Akademikerkind. Ich will ja nicht versnobbt erscheinen, aber da sieht man doch klar das Werk eines Arbeiterkindes. Ich sag ja nicht, dass die nicht so gut sind wie die Akademikerkinder. Nur eben sehr viel dümmer. Readly. Also ich bin nicht seiner Meinung. Will ich damit ausdrücklich sagen. So, was ist hier? Anything is possible. Was ist denn das? Das hat ja immer noch Strom. Ich wollte gerade fragen, wie lange ist das her? Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Ja, das scheint schon Jahrzehnte wirklich her zu sein, wenn hier so eine riesige Kartoffel ist. Ach, du Heilige. Was ist hier?
Ich weiß gar, ich kann hier auch gar nicht mehr entziffern, was da steht. Irgendwas mit Future. Irgendwas Future-mäßiges. Auf jeden Fall, ja, das ist eine große Kartoffelpflanze. So eine riesige habe ich noch nie gesehen. Krass. Und hier ist auch generell alles verwachsen. Das sieht da oben fast nach Sonnenlicht aus. Aber es könnte natürlich auch irgendwas normales Lichtmäßiges sein. Aber schon mal wieder ein bisschen grün. Ist doch mal gar nicht mal so verkehrt. Okay, wir können hier jetzt so weitergehen. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Hier ist... Achso, das ist immer noch dieselbe Kartoffel. Wir sind da gerade lang gegangen. Okay. Wo geht's hier lang? Wir können auf jeden Fall hier runtergehen. Immer weiter runter. Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Ja, ob wir richtig sind oder nicht, das werden wir dann im nächsten Part sehen. Ich würde sagen, wir werden hier den Part beenden. Also bis dahin. Oh, Neurotoxin Source. Ich glaube, wir sind richtig. Das sieht gut aus. Also bis im nächsten Part. Vielen Dank fürs Einschalten und tschüss.